Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. So, Verfeinerungswerkzeug. Das ist das, was wir brauchen. Statische Schrotflinte. Warte, das können wir kurz überprüfen. So, zuerst einmal die Waffen. Sturmgewehr. Nachlade, Schussfrequenz. Ja, die goldene. Granatenwerfer. Egal, also zuerst einmal hier. Geölter Bolzen. Verfeinerungswerkzeug. Ja, wir brauchen den Verfeinerungswerkzeug. Gut. Aber ich glaube, wir finden welchen, oder? Aber scheiß drauf. Dann haben wir es halt. Und dann die anderen. Militärgewehr oder taktische Schrotflinte? Das werden wir ja gleich sehen. Okay, zuerst einmal hier. Waffen. Pistolen. Sogar die... Oh. Gut, diese Pistole ist jetzt vollkommen aufgewertet. Bei den anderen fehlt etwas. Sogar zwei hier, also. Diese Teile und diese Teile. Okay. Verstehe. Also das ist die, die wir normalerweise haben. Kapazität. Nee, der Rest ist alles viel zu gering. Behalten wir das. Okay, beim Bogen. Haben wir hier eigentlich... Ja, hier haben wir auch alles. Pumpgun, aha. Ja, Rückstoß. Okay, da haben wir Kleblauf und vollautomatisches Gewehr. Das sind die zwei hier. Es fehlen noch zwei. Ja, behalten wir das vorerst, so wie es ist. Dann schauen wir uns kurz mal hier um. Hier fehlt ein Poster und da fehlt das hier. Sonst hatten wir eigentlich alles, aber nach diesem Plan hier zu urteilen fehlen zwei Dokumente, ein Wandgemälde und Überlebensverstecke. Ja. Mir kommt gerade etwas anderes in den Sinn. Genau, wir gehen noch zu Baba Yaga. Das war hier, oder? Genau. Schnellreise. Da gab es ja ein paar Sachen, die wir noch nicht machen konnten, weil wir ja noch kein Seil. Drahtseil hatten. Drahtseil, genau. Und vielleicht können wir jetzt dank dem Drahtseil auch besser klettern. Denn es gibt ja. Denn mit dem Drahtseil können wir jetzt. Das könnte klappen. Also zuerst einmal das gutlose Tal. So, hier drüben ist eins, so wie hier, hier, hier. Okay, das haben wir gleich.
Hallo. Schrotflinten. Gut. Zuerst einmal gehen wir runter. Sei vorsichtig beim Klettern. Vielleicht ist dir noch etwas schwindelig von den Pollen. Im Moment nicht, aber danke. Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Wie konnte ich das nicht sehen? Mir wurde zu meiner großen Ehre die Verantwortung übertragen, den Bau eines Schreins für die Apostel weit draußen im Tal zu beaufsichtigen. Der Ort liegt auf der Grenze unserer neu gegründeten Stadt, am Ende einer entfernten Schlucht. Die natürlichen Wasserfälle und geothermalen Quellen geben uns die einzigartige Möglichkeit, mit unserem gemeinsamen Wissen einen Ort der frommen Anbetung und Besinnung zu schaffen, der nicht nur das Andenken der Apostel ehrt, sondern auch unsere jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Baukunst. Wir haben das Reich, das wir zurückgelassen haben, bereits überflügelt. Wir werden am Morgen eintreffen und den Grundstein zu einem Schrein legen, der unsere Vergangenheit und die Zukunft unserer Stadt ehren wird. Okay. Aber wie konnte ich das damals übersehen? Ich war wohl blind. So. Okay, das hat nichts gebracht. Ja, vielleicht hier. So. Aha. Gut, Stück für Stück geht sie nach oben. Setzen wir das als Wegpunkt. Da. Warum hatte ich so Schwierigkeiten damals? Das ist doch einfach... Ich rede mit mir selbst. Und wenn es nur ist, um eine Stimme zu hören. Sie füllt den Raum und die Stunden. Aber ich habe nichts zu sagen. Wenn mich die Stille überwältigt, versuche ich zu schlafen. Ich träume von dem, was ich verloren habe. Ich hoffe, sie hatten einen guten Tod. Ich hoffe... dass meine Träume nur Lügen sind. Oh, die Ärmste. So. Das haben wir entdeckt. Jetzt bleibt der hier. Dort drüben. Au. Ein Versuch war es wert. So. Okay, das geht ja. Oh. Oh nee, das ist nur Stoff. Warte, das war hier so. So, okay. Ah!
Okay, das war schon mal falsch. Gut, aber vielleicht sollte ich zuerst das hier holen. Lebensverstöcke. Ups, falsche Tasse. Da. Genau, stimmt. Hier muss man doch klettern können, an den Dingern hier. Verdammt. Wie kann man da schon wieder raus? Okay, gut. Und warum habe ich das nicht kaputt gemacht? Seltsam. Da. So. Also das klappt ja jetzt und hier. Hui! Und ein weiterer. Die Bauarbeiten am Schrein dauern an. Wir haben beschlossen, unseren Schrein über dem Tal zu errichten, hoch in den Klippen über dem Fluss. In den unteren Teilen des Tals, wo wir die Steine brechen, haben wir einen Aufzug konstruiert, um Fracht direkt zum Schrein zu bringen. Trotz all unseren Erfolges bisher kann ich die bösen Omen nicht ignorieren. Das zweiköpfige Wolfsjunge, das ich tot im Wald gefunden habe, oder die seltsamen Geräusche bei Nacht, die niemand identifizieren kann. Und der Mord. Der erste in unserer neuen Stadt. Zwei Wandergesellen wurden nach dem Einsturz einer Seitenpassage vermisst. Doch zwei Tage später tauchte einer wieder auf, wild fantasierend und vom Blut seines Begleiters besudelt. Gewalt ist uns nicht fremd. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir eine verbotene, unsichtbare Schwelle überschritten haben. Ich glaube eher, es liegt an den Blumen. Oh. Hm. Ah, Federn. So. Das Problem ist, wie komme ich da hoch? Kann man diese Konstruktion ein bisschen anders... anders verwenden? Mal umschauen. Okay. Okay, das Drahtseil bringt hier nichts. Zumindest in dieser Situation. Was ist das? Wie konnte ich das alles übersehen? Cameras entdeckt. What? Ist das möglich?
konnte ich damals das alles übersehen? Warum habe ich das nicht auseinandergenommen? Vielleicht ist das ein schnellerer Weg. Also das klappt. Hier hingehen. Aber es war knapp. Also die Möglichkeit besteht. Und das gerade war scheiße. So, und hab. Ist hier sonst noch was, das wir übersehen haben? Okay. Nein, da können wir nichts machen. Es ist von dieser Seite aus. Von hier aus können wir es nicht anketten. Okay. Gut, ich glaube. Nein, das funktioniert nicht, aber vielleicht das. Vielleicht da sollen. Schon wieder zu knapp. Dass wir kein Seil machen können. Auch hier nichts, das wir tun können, zum Beispiel so. Nee, es bewegt sich überhaupt nichts. So, also.
Scheiße. Das könnte ein bisschen Zeit sparen. Ja, das könnte ein bisschen Zeit sparen. Schon. Nee. Das war jetzt extrem knapp. Also das klappt. Jetzt ist die Frage, von hier geht das auch? Nein. Warte, hier, meins. Und hier, weg damit. Aber das hatten wir doch schon, oder? Okay, das bringt nichts. Bewegt sich überhaupt nichts, wenn wir einfach nur draufstehen. Nein, das bringt auch nichts. Und hier? Auch nicht. Ich muss einfach Sachen ausprobieren, ob es klappt. Oder aber wir gehen zuerst da raus. Denn hier gibt es ein paar Dokumente, die wir noch nicht genommen haben. Überlebensverstärk, ja, dann 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Machen wir die anderen Sachen zuerst. Vielleicht fehlt uns immer noch irgendetwas. Und deshalb kommen wir nicht weiter. Könnte gut möglich sein. So, und hab. Und ich glaube, wir sind hier falsch. Ja, wir müssen da drüben hin. So. Okay, warte. Hä?
Nee, Moment, da sind wir hier. Müssen wir nach unten? So, perfekt abgerollt. Hier ist nichts mehr. Und hier konnten wir durchgehen, weil noch kein Wasser stand. Genau, erst durch das Wasser kommen, können wir zu dem Teil dort drüben hin. Ich dachte, ich lasse sie ein wenig allein, während ich mich etwas umschaue. Ja, nett von dir. So, also hier ist da drüben eins. Und da drüben. So. Das erste Versteck haben wir. Haha. Würdest du es nehmen, verdammt? Ich habe alle Arbeiten am Schrein ausgesetzt und die Arbeiter angewiesen, sich für den Rückweg bereit zu machen. Ich hätte vor Wochen gehen sollen und suchte den Rat der Weisesten unserer Stadt. Die Gewalt nahm zu. Zuerst langsam und ich tat es als Nervosität oder Erfolgsdruck ab. Aber jetzt kann niemand mehr bestreiten, dass etwas Böses in dem Tal wohnt. Es spielt mit dem dunkelsten Teil unserer Natur und macht uns empfänglich für düstere Eingebungen. Gestern hat mir ein junger Steinmetz berichtet, dass ein Gerüst eingestürzt ist und ein Großteil des Tagwerks ruiniert hat. Bevor ich wusste, was geschah, musste mich mein Gehilfe von dem Jungen reißen, der blutverschmiert und bewusstlos vor mir lag. Als ich mir die Hände wusch, fand ich einen Teil seines Zahns, der im Fleisch meiner Knöchel steckte. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Es ist Zeit, fortzugehen. Ja, gute Entscheidung, gute Entscheidung. So. Also hier haben wir alles. Das Wichtigste ist eigentlich da. Ich glaube, ich reise dahin und mache die zwei. Und dann sind wir weiter. Gut. Nadias Großeltern, im Gulag voneinander getrennt, sind wieder vereint. Sie haben alle einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Serafima hat so lange die Maske der Hexe getragen. Ich weiß nicht, ob sie je wieder ganz in diese Welt zurückkehren kann. Und Ivan hat davon geträumt, die Hexe zu töten und seine verlorene Liebe zu rächen. Und doch waren beide ein und dieselbe Frau. Diese Wunde, die er jahrzehntelang getragen hat, wird nicht über Nacht heilen. Sie sind Überlebende. Das sind wir alle. Aber es wird schwer werden. An manchen Tagen sogar unmöglich erscheinen. Ich weiß es. Wenigstens haben sie eine Chance. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Es mag nicht genug sein, aber es ist ein guter Anfang. Okay. Gut. So, dann reisen wir dahin. Schnellreise. Ja. Ich würde aber auch sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.